Herzlich willkommen zum vorletzten oder zur vorletzten Groschenromanverbrechen. Es folgt ja nur noch eine oder ein Groschenromanverbrechen und dann ist wirklich die Geschichte mit Groschenromanverbrechen vorbei. Dann können wir keine Morde mehr auflösen, leider Gottes. Heute geht es um eine Mission, die heißt Heraufbeschworener Mord. Lösen Sie den Mord an Thaddäus, dem Erstaunlichen, auf. Mein lieber Freund, der Ghost Club hält einen außergewöhnlichen Fall für Sie bereit. Der Spiritualist Thaddäus, der Erstaunliche, hat seinen eigenen Tod vorhergesagt. Könnten Sie sich das ansehen? Also so wie ich jetzt mitkriege, hat seinen eigenen Tod hervorgesagt. Also lebt die Person anscheinend noch. Oder er ist schon tot und hat es vorausgesagt. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Aber wir schauen uns das an. Unser erster Untersuchungsort ist das Haus des Hellsehers. Und da sind wir jetzt drin. Kommen Sie näher, bitte. Was meint ihr vor sich? Die Lichter! Oh. Noch nicht. Oh. Hallo, mach doch bitte jemand das Licht an. Was jetzt? Oh, er ist wirklich tot. Was? Wie geht das? Also, wir waren jetzt zum ersten Mal hier im Groschenromanverbrechen. Das erste Mal live dabei, wie jemand umgebracht wurde, würde ich jetzt denken. Das ist Thaddäus' Leiche. Er hat vor wenigen Sekunden noch gelebt. Er hat anscheinend seinen Tod vorhergesagt und jetzt ist es tatsächlich so. Jetzt inspizieren wir die Leiche von Thaddäus. Sein Haar und seine Kleidung sind leicht versengt von der Explosion. Ein blutiges Messer steckt in seinen Körper. Also er wurde anscheinend auch mit einem Messer umgebracht. Ihr könnt gerne, wenn ihr das Video seht, könnt ihr auch gerne miträtseln, wer das ist. Natürlich nicht, um vorher das Ende anzugucken, einfach mal miträtseln und eure Vermutung schreiben. Wir fangen jetzt an, die ersten zu befragen. Das ist Dr. Wilburn, der war natürlich auch dabei und den befragen wir jetzt mal. Er war ein unglaublicher Hellseher. Ich kam, um ein paar private finanzielle Belange zu klären. Ich verstehe nicht, was passiert ist. Er hat seinen Tod vorhergesagt, aber so hätte ich es nicht erwartet. Finde ich ja schon extrem krass, dass jemand seinen Tod hervorsagen kann. Wir haben hier noch ganz viele Hinweise. Hier ist zum Beispiel einer. Das ist eine Zeitschaltuhr und Blitzpulver. Also anscheinend wurde der Mord wirklich geplant. Eine rudimentäre Zeitschaltuhr mit den verkohlten Überresten einer angebrannten Lunte. Die Lunte führt zu einem leeren Gipszylinder, der offenbar eine nicht tödliche Menge Pulver für den Lichtblitz enthielt. Okay, nicht tödliche Menge. Also ist das nur ein Effektfeuerwerk, kann man das mal so kurz sagen? Dann haben wir Janique Asqui. Ich habe keinen Zweifel, dass seine Kräfte echt waren. Er wusste über meine alltäglichen Abläufe Bescheid und alle möglichen Details, die sonst niemand hätte wissen können. Er wäre sicher in der Lage gewesen, Kontakt zu meiner Schwester aufzunehmen. Der Verlust von Thaddäus bedrückt mich. Das Seltsame ist, dass er uns vor seinem Tod noch alle Fragen beantworten wollte. Ich bin hergekommen, um zu entscheiden, ob ich einen Heiratsantrag annehmen sollte. Thaddäus wollte meine verstorbene Schwester kontaktieren, um sie um Rat zu fragen. Thaddäus war ein ehrlicher Mann, der mir helfen wollte, die richtige Entscheidung zu treffen. Was soll ich jetzt nur machen? Also, wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist der Tod zwar vorhergesagt worden, aber ist anscheinend zu früh eingetreten. Er wollte ja noch die Fragen beantworten von allen. Merkwürdig. Das ist
Howard Roberts. Es ist so frustrierend. Ich hatte nur eine Frage, doch ich musste Sitzung für Sitzung immer wieder kommen. Jedes Mal hat Thaddeus eine weitere Ziffer aus dem Jenseits geholt, jedoch niemals die komplette Kontonummer. Heute versprach er mir, alle Ziffern zu geben. Ja. Das ist für mich gerade momentan so richtig merkwürdig. Das ist Lady Ursula. Ich suchte ihn nach dem Tod meiner Katze auf. Ich hatte gehofft, etwas von meiner Liebsten zu hören. Ich bin überzeugt, dass Thaddeus mir Mittens Wünsche übermittelt hätte. Sie muss mir sagen, wem ich mein Vermögen hinterlassen soll. Jetzt, wo Thaddeus fort ist, werde ich es wohl nie erfahren. Mittens ist mein geliebtes Kätzchen. Sie wurde vor ein paar Wochen von einem Milchwagen überfahren. Seitdem versuche ich verzweifelt, Kontakt mit ihr aufzunehmen. Es geht mir nicht gut und ich habe wohl selbst nicht mehr lange zu leben. Alles Verrückte, wenn ihr mich fragt. So, die letzte verdächtige Person hier in dem Haus des Hellsehers ist diese hier, ist Douglas. Klingt wie eine Drogeriekette. Er war nichts als ein Hochstapler. Er hat jede Woche eine Seance mit all seinen Kunden abgehalten. Mit mehreren Leuten wirkt das alles noch viel dramatischer. Ich begleite Lady Ursula zu den Sitzungen. Sie ist angeschlagen und benötigt Unterstützung. Ich glaube nicht wirklich an ein Leben nach dem Tod, aber wenn es Milady beruhigt, soll es mir recht sein. Er ist skeptisch. Und ist die Begleitperson von der Lady mit der toten Katze. Wir haben hier noch relativ viele Hinweise nicht gefunden. Aber die sind wahrscheinlich ein Stockwerk weiter drüber. Ich glaube kaum, dass wir hier einen weiteren Untersuchungsstandort haben werden. Weil es gibt ja nur diesen. Also das ist hier eine Kundenliste. Eine Liste mit Adressen von, wie sagen die, Thaddeus? Thaddeus. Kunden. Für jeden Kunden gibt es außerdem zwei Spalten. Beide Spalten weisen auf große Summen Geld für jede Sitzung hin. Die erste Spalte scheint direkt auf den Kunden zu verweisen. Es ist unklar, auf wen die zweite verweist. Allerdings fehlt Dr. Wilburn auf der Liste. Sagt mir nichts. Ich muss jetzt so tun, als ob ich da irgendwas hier schnallt habe. Habe ich leider nicht. Um Himmels Willen, ich will seine Unterschrift bei der nächsten Sitzung oder ich werde dich bloßstellen. Aha. Drohbrief. Ah ja. Ich will seine Unterschrift. Was ist hier? Eine alte Nachricht. Vergibt, vermutlich schon vor Wochen geschrieben. Ich habe einen Landstreicher entdeckt, der in der Nähe einer der Tauben auf der Straße lebt. Der Kerl raucht wie ein Schlot und versorgt mich für ein paar Zigaretten mit allen nötigen Informationen. Ja, so hat der Hellseher anscheinend gewisse Personen ausspionieren können. Also ist alles nur Lug und Trug, so wie es aussieht. Theaterrequisiten, Blitzpulver, 8 Schilling. Blitzpulver von Thaddeus gekauft. Also Blitzpulver hat er wirklich selber gekauft. Ha, das verstehe ich jetzt mal gar nicht. So, ein nicht unterschriebenes Schriftstück, das es Thaddeus Smith erlauben würde, als Howard Roberts gesetzlicher Vertreter zu agieren. Als Howard Roberts gesetzlicher Vertreter zu agieren? Ob mir irgendjemand mehr dazu sagen kann? Ja, da würde ich echt mal gerne die Leute noch ein bisschen befragen. Wir haben alle Hinweise bereits gefunden und ich habe doch Unrecht gehabt. Hier gibt es noch einige Häuser, die wir hier erkunden müssen. Weil jetzt momentan in dem Zustand wüsste ich jetzt nicht, wer das sein soll. Thaddeus meinte, dass ich die Papiere unterzeichnen sollte, um meinem toten Vater zu zeigen, dass ich vollstes Vertrauen in Thaddeus habe.
Also wer war das jetzt? Ich muss mir jetzt mal ein bisschen hier die Namen merken. Das ist Howard Roberts. Das ist die Ursula. Das ist, ja, diese Ex-Cree oder so. Das ist Wilburn. Und du da bist Douglas. Okay, also wir haben ja doch einige Untersuchungsorte. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir gehen wahrscheinlich als erstes zum Haus der Roberts. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so weit entfernt. Ich schaue nochmal kurz auf die Karte. Ja, es geht. Passt schon. Also, bisher kann ich jetzt ehrlich gesagt noch niemanden richtig beschuldigen. Das geht gar nicht. Auf jeden Fall gibt es hier noch ein paar Verdächtige. Hier zumindest in Haus der Roberts eine. Nämlich die Anne Roberts. Mein Bruder ist geradezu besessen von diesem geheimen Bankkonto. Er hat fast das gesamte Vermögen meines Vaters geerbt, wie es sich für den Stammhalter gehört. Doch ein Teil davon liegt auf einem Geheimkonto. Ich gehe nicht davon aus, dass es sich um eine große Summe handelt. Ich bin manches Mal zu den Sitzungen mitgegangen. Ich dachte, mein Bruder verschwendet dort nur seine Zeit. Eine Handlungsvollmacht für einen Hellseher? Das klingt in der Tat äußerst seltsam. Ja, ich komme irgendwie gar nicht weiter. Auf jeden Fall haben wir einen Zeitungsausschnitt aus Sydney von vor über ein Jahr. Mysteriöser Tod in der King Street. Ein Spiritualist, der als Felix Magnus bekannt war, behauptet, bei seiner nächsten Sitzung zu sterben. Aber das Resultat war noch dramatischer. Mr. Magnus eröffnet mehreren Kunden, dass ihre engsten Freunde und Verwandten sie durch Magnus selbst betrogen, bevor die Sitzung durch eine Explosion aus Rauch und Flammen je beendet wurde. Magnus wurde von einem gewissen Dr. Folsom für tot erklärt, der selbst als Kunde anwesend war. Okay. Tja, das ist ja, das klingt ja so ziemlich ähnlich. Aber was das hier alles zu bedeuten hat, das wird bei mir noch nicht so richtig ankommen. So, was haben wir hier? Ein Schriftstück. Mehr gekritzelte Notizen. Bandland Bank A7 durchgestrichen. Bank von Kent 270 durchgestrichen. York Bank A72 durchgestrichen. Okay. Jetzt muss ich mir hier vielleicht noch Zahlen merken, hä? Haben wir hier. Notiz, die dem Testament des Vaters hinzugefügt wurde. Eine Notiz, die am Testament des Vaters angebracht ist und besagt, dass der Großteil meines Vermögens sicher auf mein Konto verwahrt ist. Die genauen Details werden meinem Sohn mündlich mitgeteilt. Aha. Komme ich mir jetzt gerade nicht so schlau vor wie bei den letzten Groschenromanen. Da war jeder Hinweis irgendwie doch ein bisschen einleuchtender. Scheint hier ein bisschen heute schwieriger zu sein. Muss man doch mal die kleine Birne anstrengen. Hier sind auch noch ein paar Verdächtige. Also es kommen noch anscheinend einige Leute. Das ist das Haus der Esquith. Das ist die Dame, die wir da schon kennengelernt haben. Hier gibt es zwei Verdächtige und einer steht bereits unten. Ihr Vater erwähnte diesen Hochstapler. Ich weiß sehr wohl, dass es an ihm lag, dass sich unsere Verlobung verzögert hat. Ui. Klingt schon mal sehr verdächtig. Aha, ein Hinweis ist das hier. Das ist ein Mantel.
In einer der Tasche ist ein Brief. Boyd, mein lieber Junge, wenn du mir nicht bis Ende des Monats das Geld besorgst, steckst du ganz schön in Schwierigkeiten. Die schmerzhafte Art von Schwierigkeiten muss ich noch deutlicher werden. Wow. Wir haben einige Drohbriefe erhalten. Mr. Everett Boyds geschäftliche Pläne wirken vernünftig. Solange er keine anderen dringenden Verpflichtungen hat, glaube ich, dass, falls ihre Tochter seinen Antrag annimmt, das Geld, das sie dem glücklichen Paar mitgegeben, den Erfolg von Mr. Boyds Unternehmung bedeuten wird und ihre Tochter Janice ein komfortables Leben ermöglichen wird. Ich gehe zurück und stelle mehr Fragen. Ich bin völlig durch heute. Trauen Sie nie einem Mann, der Ihnen erzählt, was Sie hören wollen. Er führt etwas im Schilde. Er hat die Liebe meiner Tochter zu ihrer toten Schwester ausgenutzt. Mit dem Tod dieses Scharlatans kehrt die Normalität zurück. Nun kann ich endlich die Verlobung meiner Tochter mit Everett Boyd bekannt geben. Ein Mädchen in Jennys Alter sollte heiraten. Everett ist ein sehr vernünftiger junger Mann aus gutem Hause. Er wird mit Sicherheit sehr erfolgreich sein. Jennys ältere Schwester war äußerst willensstark. Janice ist ihr blind gefolgt. Deshalb bedrückt es mich so, dass sie selbst im Tod noch um ihren Rat fragt. Janice muss endlich lernen, selbst zu handeln. Ich weiß, was gut für sie ist. Also ich habe hier mindestens zwei Verdächtige jetzt in diesem Haus und das sind genau die beiden. Ja. Die ersten Vermutungen müssen ja nicht unbedingt richtig sein. Vor allen Dingen hier gibt es ja noch Hinweise. Ach, die sind weiter oben. Gut. Schon, ich bin ein bisschen blind. Hier neben dem Bett sieht aus wie ein Buch. Ja, ein Tagebuch. Ich verspüre eine gewisse Zuneigung zu Everett, aber ich denke nicht, dass meine Schwester ihn gutheißen würde. Sie gebot mir immer, nach mehr zu streben, als dem, was direkt vor meiner Nase liegt. Wenn Vater mich nur nicht so zu Everett drängen würde. Okay. Denk grad nach. Kann das aber schwer in Worte fassen. Suche aber jetzt noch nebenbei hier den anderen Hinweis, den ich jetzt leider nicht finden kann. Finde den anderen Hinweis jetzt wirklich gar nicht. Ach, hier draußen. Da draußen leuchtet was Goldenes. Zigarettenstummel. Haus der Esquie. Zigarettenstummel. Ein Haufen ausgedrückter Zigarettenstummel. Vermutlich vom Landstreicher. Es riecht noch nach Zigarettenqualm. Die Spuren können wir gleich verfolgen. Ich möchte noch mal kurz mit den Everett Boyd sprechen. Janice ist ein liebenswertes Wesen. Ich wäre hoch erfreut, würde sie meinen Antrag annehmen. Ich verehre sie sehr. Ich kenne den Besitzer einer lokalen Brauerei und bin überzeugt, dass das Geschäft florieren wird. Er braucht nur etwas Startkapital. Jetzt, da ich Janice endlich heiraten kann, investiere ich meine Mitgift in die Brauerei und mache ein Vermögen. Also wir haben hier einen Zigarettenstummel gesehen. Das inspizieren wir hier nochmal kurz. Ja, alles klar. Und irgendwie... Ah, hier ist die goldene Spur. Hier geht auch der Tabakgeruch weiter. Der führt uns bestimmt zu einem anderen Untersuchungsort, so wie immer. Ich gehe mal in Deckung, das ist ein bisschen schneller mit den Laufen. Sind ja einige Stummel.
Ja. So haben wir wahrscheinlich jetzt einen neuen Untersuchungsort freigeschaltet und diese beinhaltet nur einen Verdächtigen. Und das ist ein Landstreicher. Das bin ich. Ja, so ein Kerl kommt hier gelegentlich mal vorbei. Gib mir ein Sixpence-Stück und ich erzähle ihm dafür, wer in diesem Haus ein- und ausgeht. Er hat nichts Ungewöhnliches an sich. Ein ganz normaler Kerl eben. Er geht immer dort drüben in dieses Gebäude. In welches Gebäude? Büro. Oh wow, jetzt haben wir echt schon viel freigeschaltet. Wir gehen jetzt mal kurz in das Büro. Also er hat gesagt, diese Person geht ja immer in das Gebäude rein. Noch ein Untersuchungsort. Ich dachte, das beschränkt sich diesmal nur um einen. Völlig falsch gedacht. Also wie ihr sehen könnt, spiele ich wirklich hier alles zum ersten Mal. Ist kein Hinweis. Vierer sollen sich hier im Büro versteckt haben. Bin ich hier richtig? Ja. Irgendwie